Äpfert, Luca, was ist das für eine Folge? Hallo, mein Name ist Luca und ich zeige euch gerne, was für Commands ich und auch und wenn ich... Bevor es allerdings mit dem ersten Command losgeht, möchte ich noch ganz kurz drei Sachen... Ich meine, ich sag euch eben geht ganz schnell. Erste Sache, ich habe keinen Shader drin, weil ich das noch nicht richtig installiert habe, weil ich meinen PC neu gemacht habe auf Windows 8.1. Alles läuft gut. Das war erste Sache. Zweite Sache, ich will in den nächsten Folgen die Serie bisschen wieder so machen wie damals. Also mehr so kleinere Commands, die simple Sachen hinzufügen, anstatt so riesige Dinger, die dann so 1000 Schwerter und alles hinzufügen. Also echt simple Sachen, so wie das ganz am Anfang war. Und die dritte Sache, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich gerade am Vorproduzieren. Das heißt, es könnte sein, dass ihr jetzt gerade Commands seht, die vor 2 Wochen vielleicht rausgekommen sind. Ich habe versucht, extra zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade, also wahrscheinlich 2 Wochen vorher, die coolsten Commands rauszusuchen oder die aktuellsten, die es gab. Und ich hoffe, das habe ich hingekriegt. Aber ich bin gerade im Urlaub, das heißt, die Aktualität ist nicht komplett gegeben. Aber jetzt fangen wir endlich an mit Command Nummer 1. Wir geben erstmal ein /give@p-command-block, um einen Command-Block zu erhalten. Das essentiell Wichtigste an dieser Serie ist natürlich der Command-Block. Wir setzen ihn hin mit einem Hebel daneben, fügen den Command ein und drücken den Hebel. Und zwar ist dieser Command von The Spellbook. Und zwar ist es der Rainbow Armor Command. Wir sehen schon, dort steht in der Mitte ein Loading-Text-Ding. Und jetzt fällt hier jeden Moment ein oder andere Command-Blöcke runter. Genau, da fallen sie alle runter. Und wir sehen jeden Moment im Chat eingeblendet, ja, this mod has been installed. Wir können jetzt hier auf Activate klicken. Click to activate. Dann passiert einfach gerade nichts. Okay, ich weiß gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Wir klicken mal einfach wieder auf... Da funktioniert gar nichts. Ich kann nicht mal auf Destroyen klicken. In der Testwelt vorhin hat es geklappt. So, ich teste das mal gerade hier unten nochmal. Und wir sehen schon, wenn in jedem Moment das Command-Blöckchen dort oben erreicht wird, fallen hier die Blöcke runter. Und wir sehen jetzt im Chat, this mod has been installed. Und wenn wir jetzt auf Activate klicken, jetzt klappt es. Und zwar, you removed your Rainbow Armor. Ach, das war, weil ich die schon dran hatte. Dann hat es vorhin doch geklappt. Also, wenn ich jetzt draufklicke, da, so. You equipped your Rainbow Armor. Ja, genau, jetzt hat es nämlich geklappt. Und zwar, seht ihr jetzt schon, ich habe einfach Rainbow Armor. Ein ganz simpler Command. Und zwar einfach Lederrüstung, Instant-Lederrüstung, die so dumm leuchtet und so rumbimmelt und so weiter und so fort. Und die könnt ihr euch nicht wegnehmen, wenn ihr hier irgendwie draufklickt, dann vermehrt die sich nur noch. Also ihr behaltet die mal an. Sondern ihr müsst wirklich hier dann einfach da auf Remove klicken, dann seid ihr die wieder los. Also das ist Command Nummer 1, ganz simpel, die Rainbow Armor. Dann hat es doch dort oben schon geklappt. Ich hatte das nur nicht realisiert. Wir machen weiter mit Command Nummer 2. Danke an dich, The Spellbook, für den Command. Der zweite Command ist von NopeName und zwar wieder ein sehr, sehr kurzer Command. Und zwar setze ich einen Command-Block hin, füge dort den Command ein, setze den Schalter um und wir sehen schon, wenn dieser Block dort oben erreicht wird, haben wir eine klitzekleine Maschine. Disco-Blocks bei NopeName wird da schon eingeblendet und zwar ist es damit aktiviert. Und wenn wir jetzt eine Fläche machen, mit so ein paar Sea-Lanterns beispielsweise, ich setze mal hier noch ein paar hin, hier. Wenn ich mich jetzt hier drauf stelle... Passiert nichts. Ich weiß nicht, ist das heute eventuell die Folge, wo ich alles doppelt und dreifach eingeben muss? Also ich mach's nochmal. Wir setzen das dorthin, der Block oben wird erreicht. Das Komische ist auch, in der Testwelt hat's alles geklappt. Disco-Blocks bei NopeName. Hier sind die Sachen, alles Mögliche. Ich setze jetzt eine Fläche von Sea Lantern, stell mich da drauf. Jetzt klappt's wieder, wie komisch ist das denn? Ja, das ist das, was der Command macht. Er macht das bei euch. Ihr seid total Epilepsie-versiert. Und könnt euch überhaupt nicht mehr bewegen. Cooler Command. Der NopeName meinte, dass er derzeit ein bisschen Stress hat und deswegen nicht so viel Command schafft. Deswegen hat er so ein leichtes Ding gemacht. Bei ihm funktioniert er. Hier ist es nur so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an diesen Virus-Command, wo nach und nach Minecraft abgeschmiert ist. Ist hier zwar nicht so, dass es abschmiert, aber es ist sehr epileptisch. Komm, wir machen weiter mit Command Nummer 3. So, mit Command Nummer 3 hoffe ich jetzt mal, dass ich das Niveau von diesem Video irgendwie wieder auf ein angemessenes Level bringe. Und zwar hole ich mir hier erstmal wieder den Command-Block, gebe einen Lever, gebe ich mir auch noch. Dort füge ich den Command ein, der von Aldroidzito. Das ist sein Name. Und zwar ist es ein Warp-Command. Wir sehen hier schon diese Maschine. Dort steht allerdings nur dran, click to remove this structure. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir holen uns eine beziehungsweise 4 Quad-Stairs. Dann holen wir uns ebenfalls eine Sea Lantern, so wie vorhin schon. Dann holen wir uns einen Anvil
Und wir holen uns noch einen Name-Tag. Das sind die vier Items, die wir hierfür benötigen. Die Stairs stellen wir hier so vier nebeneinander hin und packen dort die Sea Lantern in die Mitte rein. Und jetzt denkt man sich erstmal so, was soll das? Was passiert? Es passiert nichts eigentlich erstmal. Dafür haben wir allerdings den Anvil und packen dort einen Name-Tag rein und nennen diesen Name-Tag, passt gut genau auf, Sacrifice... Was muss man da nochmal eingeben? Sacrifice to the Warp Gods. Also das wird geopfert an die Warp-Götter. Und was wird geopfert? Geopfert, Luca, was ist das für eine Folge? Wir holen uns ein Kuh-Item, denn eine Kuh wird geopfert. Und jetzt spawnen wir die Kuh hier drauf und machen Sacrifice to the Warp Gods. Und ihr seht schon, Warp has been set. Des Weiteren haben wir hier unten im Inventar einige Items bekommen. Und zwar 64 Go-to-Warp-Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier hinlaufe und ich denke mir, scheiße, ich falle in Lava, kann ich einfach kurz Rechtsklick machen und ich bin wieder hier im Warp-Punkt. Das ist quasi alles, was dieser Command macht. Allerdings fragt ihr euch jetzt bestimmt, kann man sich denn mehrere Warps machen? Das können wir ganz einfach testen. Ich weiß natürlich schon die Antwort, aber ich zeig's euch mal eben. Und zwar, wenn ich hier einen Warp-Punkt hinmache und beispielsweise hier wieder eine Kuh opfere, seht ihr schon, Warp has here been set, aber da hinten wird er kaputt gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Go-to-Warp einsetze, passiert das. Und wenn ich den alten Go-to-Warp einsetze, diese alten Items, die ich davon hatte, bekomme ich ebenfalls dorthin. Das heißt, der andere wird deaktiviert. Es ist noch nicht möglich, dass man mehrere Warp-Punkte hat und mehrere verschiedene Items, sondern man hat immer nur einen. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut. So, den kann man sich dann zu Hause irgendwie in den Keller setzen oder ins Haus oder whatever. Und dann wird man quasi mit den Items hier, ich fall in Lava, scheiße, oder ich bin in der Höhle, keine Ahnung, wie ich hier rauskomme, bam, ich bin wieder zu Hause. Ja, Freunde, das war es auch schon mit dieser Episode der Minecraft-Commands. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die ersten beiden Commands waren ein bisschen klein und ein bisschen komisch und haben auch beide nicht so richtig funktioniert. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn es es getan hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns locker auf den Videodays vielleicht. Hey, tschüss.